Hi ho, Diggity on top of all. Willkommen hier zurück bei Road to Examon Digimon Masters Online. Wie ihr hört, neue Aufnahme. Ich höre mich wahrscheinlich jetzt weniger verschnupft an als in den letzten ganzen Parts. Das liegt daran, dass ich im Moment, wo ich diese Aufnahme ungefähr einen Monat später starte, wieder gesund bin. Oh mein Gott, ich bin gesund. Ja, und ich habe mich in diesem bedauerlichen Monat damit herumgeschlagen, irgendwie an Dragon Data zu kommen. Wie ihr wahrscheinlich noch aus dem letzten Part wisst, habe ich ja jetzt mein Graviton, mein grünes Dracomon ist ja jetzt auf Level 41. Nochmal so als kurzes Recap. Und ich hatte ja jetzt noch das andere Dracomon, das ist hier gerade im Inkubator. Level 4 bis Champion, und dafür fehlte mir allerdings die Dragon Data. Ich werde das Dracomon jetzt schlüpfen lassen und dann mit den ganz tollen Miracle Grade 12 Experience Items, die ich ja auch letztes Mal oder vorletztes Mal gekriegt habe, aufpushen, sodass ich es nicht leveln brauche. Und ich denke, wie viele sind das? 1, 2, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.200.000 EXP pro Stück. Weiß ich nicht, wie viel das jetzt sind. Irgendwie so, ich glaube, 18 Millionen Erfahrungspunkte, das ist doch ordentlich. Damit sollte sich was anfangen lassen, würde ich mal sagen. Und das sollte das Leveln ersparen. Gut, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Machen wir. So, das ist Low Class, ne? Ja, genau. So, drücken wir mal. Oh mein Gott, yay! So, bam! Hedge. Mist. Das ist immer etwas, was ich vergesse. Wenn ich ein Digimon ausbrüten möchte, dass ich vergesse, einen Platz frei zu haben in meiner Party. Ich nehme Wemon raus, weil das sollte am billigsten sein. Habe ich noch so viel Geld? Ich habe nicht genug Geld! Ach nö. Nö, oder? Mein jetzt. Das ist jetzt doof. Ich muss irgendwas verkaufen gerade. Kann ich jetzt irgendwie noch hier 2 M irgendwie ganz schnell kriegen oder so? Keine Ahnung. Oh, die ganzen Chicken Kombos gegen mir noch 1 M. Das ist erbärmlich. Ich könnte die Beastarter verkaufen. Will ich das? Aber dafür kriege ich eigentlich viel mehr Geld. Ah. Fire Data brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Aber nur 600 B. Bits. Was machen wir denn da? Habe ich noch irgendwas im Inventar, im Lagerhaus, was ich vielleicht verkloppen könnte? Was ich nicht brauche, weil ich doof bin. Vogeldata. Was will ich mit Vogeldata? Teufelsdata, was will ich mit Teufelsdata? Wo, ich habe noch ein Soulmon von einem ganz, ganz früheren Event. Was will ich mit Rockdata, mit Felsdata? Jetzt fängt es hier langsam ab an. ich glaube, die Aquadaten hatte ich hier schon reingeschmissen. Vom letzten Mal trainieren bei den Seedramon. Gummermann Level 5. Ach so, ich wollte gerade schon sagen, wieso habe ich denn jetzt 2 Gummermann? Also diese fetten Gummimon-Eier. Kamimon. Betamon. Betamon habe ich auch? Seit wann habe ich Betamon? Achso, das sind nur diese... Ja, klar, das sind nur diese normalen, die keine Garantie haben. Na, ich bin doof. So, hier haben wir nochmal Rockdata. Noch mehr Rockdata. Insektendata brauche ich auch nicht. Ich habe sowieso genug Digimon. Eigentlich will ich gar keine mehr haben, aber... Examon muss halt sein. Dann schauen wir mal, ob ich die Data, die ich nicht brauche, verkaufen kann, einfach mal. 10 Bit, ihr wollt mich da vergeiern. Was ist das Wort, das bei der Vogeldata? 1 Bit, oh Gott. Das ist gut. Ja, das gibt ein bisschen Geld. 3 Bit. 5 Bit. 400, okay. Ah, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, jetzt hier rein und dann auf die dritte Seite sogar schon. Das Wemon austauschen. Gerade so genug.
Haha. So. Und jetzt wieder zum Inkubator und Hatch. Oh, wie nenne ich es? Ich habe die Angewohnheit, dass ich meine Digimon so nach Vanguard-Karten, Cardfight-Vanguard-Karten benenne. Deswegen muss ich jetzt blöderweise gerade mal schauen. Das könnte einen kleinen Augenblick dauern. Vanguard, Wiki. Wie war denn euer Tag so? Ich meine, jetzt im Januar müsste es ja eigentlich auch Zeugnisse gegeben haben. Wie war denn euer Zeugnis so? Meins war, denke ich, glaube ich, ganz okay. Ich weiß nicht, hört man eigentlich die Musik? Ich hoffe es. Mein Zeugnis war so lala. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach so. Ich bin hier am Computer am Machen und denke so, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Meins war okay. Schnitt von 2. Ich denke, damit kann ich leben. So. Aber ist ja eh nur Berufsschule. Note von dem PHP-Kurs, wo ich ja auch schon mal von erzählt hatte, das stand jetzt noch nicht drauf. Das wird dann erst auf dem nächsten Zeugnis draufstehen im Sommer, weil das alles zu kurzfristig war. Wir hatten die Noten ein paar Tage vor der Zeugnisausgabe gekriegt, deswegen waren die nicht drauf. Und bla. So, jetzt will ich nach Karten gucken. Ja, das tut gut. Booster? Nein. Was gucke ich denn da? Clans. Ich suche gerade zur Info im nicht im japanischen, im englischen Cardfight Vanguard Wiki. Schaue dann für gewöhnlich unter Clans nach und überlege, was ich diesmal nehme. Achso, die haben da jetzt Symbole auch eingefügt, statt nur die Listen einfach aufzuführen. Okay. Nehmen wir vielleicht was aus Kagero, weil es halt ein Drache ist. Oder irgendwie was aus Genesis oder Royal Paladin. Ich hätte aber auch ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, was aus Gear Chronicle. Ist das Richtige gewesen? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Gear Chronicle. Ich schau mal. Und dann gucke ich einfach nach, um welcher Name mir von den Einheiten mir relativ gut gefällt. Was sich so schön als nehmen lassen kann. Mortesa. Das gefällt mir nicht so. Goku. Oh, nee. Executioner. Wo haben wir denn was Schönes? Avenisher. Aleph. Nee, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo benutzt. Agni. Nee, das klingt zu sehr nach Agunimon. Yaratkaru. Okay, nee, das kann ich nicht mehr aussprechen. Georgette, Spike Hell Dragon, das ist zu lang. Dann Genesis vielleicht. Was haben wir denn da so? Diona, Doombrace. Mythical Beast Fenrir gibt es. Cool, muss ich mir mal anschauen. Aber nicht jetzt. Yatagaras, ach, das sind so alles Sagengestalten oder was? Verstehe, okay. Okay, nee, da werde ich da nicht fündig. Ich brauche irgendwas Cooles, Drachenmäßiges. Ich guck mal bei Gear Chronicle. Chrono Dragon habe ich, glaube ich, schon mal benutzt als Name. Oh, Moment, ich habe ja noch ein Drakumon hatte ich ja noch. Azur Dragon hatte ich es genannt. Mir gefällt der Name nicht mehr. Ich will einen anderen Namen. Hatte ich nie Gunner Gear? Hatte ich Snorgal? Ich guck gerade, ob ich Chrono Jet, ja, hatte ich schon benutzt den Namen. Okay. Metallica Phoenix klingt cool. Chronos Command. Chronos Command. Das klingt doch cool. Oder Fate Rider. Epoch Maker. Lost Age. Nee. Ratner Clock? Was ist das? Die Einheit kenne ich noch nicht. Entschuldigt gerade mein komisches Gebrabbel hier, aber es ist. Der Fenrir schaut cool aus. Chronos Command.
Ich will mal gucken, ob Chronos Command passt. Oh Gott, wie lange ich jetzt hier schon an dem Part sitze wieder. Ist ja fürchterlich. Hedge. Chronos Command. Nein, das passt nicht. Verdammt. Ich brauche was Kürzeres. Fate Rider. Fate Rider? Das klingt doch cool. Fate Rider. Schicksalsreiter. Ja, das. Ich glaube, das nehme ich. Ja, ich nehme Fate Rider. Habe ich das auch richtig geschrieben? Ich will es nicht falsch schreiben, sonst sieht es doof aus. Und jetzt bin ich von den Dingen weggelaufen und wahrscheinlich hörte ich keine Musik mehr. Was weiß ich, weil ich doof bin. Fate Rider, ja genau, es war schon richtig, es war schon richtig. Gott, ich rede wie ein Wasserfall über Nonsens. Fate Rider, aber das will ich heute noch auf jeden Fall in diesem einen Part schaffen. Ihm die XP-Booster in den Rachen zu schieben, damit ein großer, starker Drache wird. So. Schön. Gut, damit haben wir jetzt auch das blaue Drakomon. Das wechseln wir gerade mal aus. Change. Change. Transformation. Wie groß ist es denn? 114? Ach ja, ist ganz okay. 189, ja. Haha, ist das lustig. Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Gut, jetzt stelle ich mich erstmal woanders hin, weil dieser Belzimmer-Typ mich gerade ankotzt. Mir so die Sicht ein bisschen versaut. Sag mal, fährt er mir hinterher? Der soll mich in Ruhe lassen. Ich werde gestalkt. Hilfe. Help. 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 Hilfe. Hör auf, mich zu stalken. Hör auf, mich zu stalken. Was willst du von mir? Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Ich wechsle den Channel. Das beunruhigt mich fürchterlich gerade. Oder... Es könnte auch sein, weil ich habe jetzt nicht auf den Thema-Namen geachtet, dass es ein Kollege war. Und er wollte auf sich aufmerksam machen. Allerdings hätte er mir dann wahrscheinlich auch einfach eine Chat-Nachricht schreiben können. Ist der Typ noch da? War ich auf Level Channel 4? Ach ja, doch, hallo. hi. Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht bemerkt. Hi. So. Entschuldige. So, jetzt möchte ich aber Drakomon eben die Dinger. Nee, ich dachte, du wärst ein fremder, sag ich mal, fremder Thema, der mich stalken oder nerven will. Ah, da kann ich auf heute schreiben, das passt ja jetzt. So. Okay, jetzt, aber jetzt schnell, jetzt habe ich noch ein paar Minuten, jetzt will ich eben noch eben die Erfahrung in den Rachen schmeißen. Level 2, 4, 5, 6, 7. Ja, läuft. Läuft. Guckt euch mal hier die Prozentzahl an, das ist ja abstrus. Ach du meine Güte, das hört gar nicht mehr auf. Ach du meine Güte. Oh Gott. Diese Booster sind der Hammer. Gut. Innerhalb weniger Sekunden auf von 1 auf Level 29. Ja, das ist der 12 Monats XP Booster. Okay, jetzt brauche ich aber schon wesentlich mehr, muss ich sagen. Ah. Habe ich nur noch einen? Nee, ich dachte gerade schon, ich habe nur die 7 nicht gesehen. Ja, komm schon. Ein Level noch. So, jetzt haben wir ihn auf Level 41. Jetzt brauche ich nur noch Sekündchen.
Ja, innerhalb kurzer Zeit. So, bevor ich jetzt aber noch sein Mega-Level freischalte, was ich gleich machen werde, würde ich einfach schon mal sagen, ich verabschiede mich für diesen Part von euch und würde sagen, man riecht sich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Morgens 9:30 mit Turbo XP. Turbo-Erfahrung.